Guten Morgen. So, ich weiß, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum gestern kein Video kam. Hier die Auflösung. Ihr seht es schon am eleganten Hintergrund, den ich extra für euch ausgewählt habe. Ich bin irgendwo in einem Hotelzimmer. Und warum? Weil ich seit gestern wieder irgendwo arbeite. So, daher, weil ich gestern Morgen um 3 Uhr aufstehen musste. Nein, doch gestern. Damit ich um 12 Uhr an meinem Arbeitsplatz bin, ist auch in einem anderen Land natürlich, ne? Hatte ich natürlich dann keine Zeit, morgens ein Video zu machen. Und abends war ich ehrlich gesagt auch zu platt dazu, dann noch eins zu machen. Außerdem, die Serie ist ja für morgens. Auch deshalb, weil ich dann morgens nach meiner kalten Dusche noch was Sinnvolles mache gleich am Anfang. Und deswegen jetzt eben ein Tag Ausfall. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Es kann schon ab und zu mal passieren, dass nichts kommt. Ja, so passiert es halt im Leben. Aber jetzt die nächsten Tage sollte ich wieder einen guten Rhythmus haben und dann kriegt ihr es eben mit diesem spannenden Hintergrund hier. So, worüber wollte ich heute reden? Ich wollte kurz was zum Kaltduschen sagen, wo wir schon dabei sind. Hier ist die Dusche bestenfalls lauwarm, wenn ich es auf ganz kalt stelle, im Vergleich zu mir zu Hause. Also nicht wirklich so sinnvoll, wie ich es gern hätte. Ja? Warum? Beim Kaltduschen geht es um mehrere Sachen. Einerseits hast du den psychologischen Aspekt. Ja? Die Dusche sollte schon so kalt sein, dass du im Prinzip Angst davor hast. Ja? Ohne Scheiß, Angst. Jetzt, ich sage euch auch gleich, wie ihr die Angst überwindet. Eine Methode wäre natürlich, ihr fangt mal mit wärmer Duschen an. Ja? Aber dann, wenn ihr immer so warm oder nur so kalt duscht, dass ihr keine Angst davor habt, nehmt ihr euch den Effekt ja irgendwie. Sondern das Ziel ist ja zu lernen, mit der Angst umzugehen und was Produktives draus zu machen. Ja? Weil Angst habt ihr ja nicht nur, wenn ihr kalt duschen sollt, sondern auch in allen möglichen anderen Situationen. Wobei man es da vielleicht nicht Angst nennt, sondern mehr so Nervosität. Ja? Unangenehmes Aufgeregtsein. Und da sind wir schon am Punkt, ihr könnt das ganz einfach umdenken. Ja? Denn physiologisch gesehen ist Angst das gleiche wie freudige Erregung, ja? Von dem, was hormonell und so weiter passiert. Der einzige Unterschied ist die Interpretation im Kopf der Situation, warum dieses Gefühl entsteht. Und man kann es interpretieren, dass man Angst vor irgendwas hat, oder man kann es interpretieren, dass man sich auf etwas freut. Und das sind tatsächlich, also auf die Herausforderung freut, ja? Das sind beides die gleichen physiologischen Gegebenheiten im Körper. Und sobald ihr lernt, versucht das einfach mal. Wenn ihr vor der kalten Dusche steht und denkt so, scheiße, 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 ich will eigentlich gar nicht, habe ich nicht noch irgendeine Ausrede, was ich jetzt noch vorher machen könnte, so geht es mir nämlich auch oft, dann einfach so sagen, Mensch, ich freue mich doch drauf, jawohl, jetzt kann ich zeigen, dass ich ja, ein richtiger Mann bin, oh, jetzt gehe ich in die kalte Dusche, ja, und so weiter. Und auf einmal fühlt ihr euch so. Ja, da ist die Angst weg, weil ihr könnt entweder freudig erregt sein oder ihr könnt Angst haben. Beides gleichzeitig geht nicht. Ihr müsst euch nur praktisch dazu aufraffen, das so zu sehen. Und dann ist es schon nicht mehr so schwer. Ich werde noch ein paar andere Teile übers Duschen machen. Es gibt nämlich noch ein paar andere Methoden, wie man sich für irgendwas überwinden kann. Ah komm, ich mache sie gleich. Die nächste Methode ist, ihr sagt euch, ihr macht euch einen Countdown, ja? Nicht zu lange, ja? Also zählt nicht von 10 runter, ne? 3 ist vielleicht ein bisschen kurz, aber 5, also sagen wir 3 oder 5, ja? Und dann geht ihr einfach hin und dann sagt ihr einfach 5, 4, 3, 2, 1, ja? Weil wenn ihr mit dem Zählen beschäftigt seid, könnt ihr nicht mit dem Denken beschäftigt sein. Ja, ihr könnt immer nur an eine Sache denken und wenn ihr aktiv an den Countdown denkt, dann bleibt euch gar nichts anderes übrig, als zu vergessen, dass ihr eigentlich Angst habt, weil ihr gerade zählt. Ne? Und so ein Countdown ist man halt, man ist konditioniert darauf, aufgrund seiner Lebenserfahrung, dass wenn man auf Null geht, wird was gemacht oder es passiert was und dann macht man einfach den Schritt vor in die kalte Dusche rein. Ja? Und wenn man mal runter ist, dann ist es sowieso schon vorbei. Ne? Der erste Schritt ist ja das, was es ist. So, jetzt habt ihr praktisch 2 Möglichkeiten schon mal, die ihr ausprobieren könnt, um unter die kalte Dusche zu gehen.
wahrscheinlich nicht heute, aber morgen. Ja? Schiebt es nicht jetzt auf nächste Woche oder auf wann auch immer ihr dann mal in der richtigen Verfassung seid, mit sowas anzufangen. Nein, sagt euch einfach, wenn ihr das machen wollt, macht ihr es morgen oder heute. Ja? Je nachdem, wann ihr das anschaut und wann ihr duschen müsst. Ja, jetzt bevor es zu lang wird und ich das nicht hochladen kann, weil ich weiß nicht, wie toll das Internet hier ist, mache ich jetzt mal Schluss und dann machen wir morgen weiter. Ja? Ich wünsche euch einen tollen Tag. Meiner gestern war tatsächlich super bei der Arbeit. Ich kann euch leider nichts darüber erzählen. Vielleicht mal irgendwann was in einer Version, wo ohne Daten und Orte und sonst irgendwas ist. Die Erfahrungen daraus teile ich ja auf jeden Fall mit euch. Die Details gehen halt nicht. Ne? Versteht ihr sicher? Macht's gut und wir sehen uns morgen.